Ja, willkommen zurück. Da bin ich wieder. So, dann machen wir direkt weiter mit China Böller A, China Böller D und dem Super Böller A aus dem Superknallvergnügen-Sortiment von Keller. Fangen wir mit dem China A an. Gucken wir uns gerade die Verpackung an. Ein ja, grün-gelblicher Pferdekopf. Ja, ganz okay vom Design her. Rückseite brauche ich nicht viel sagen. Sieht genauso aus wie bei den anderen. Auch, also wie beim Pyrocracker, beim Packet Cracker. So, Verarbeitung. Vorne noch zugestopft. Aber weich in der Mitte, ja, auch eher weich und hinten noch Hohlraum, ja, weich und ja, rote Pest kommt einfach raus. Ja, dann wissen wir schon Bescheid. So, das war der A. Jetzt kommen wir zu dem China D. Da haben wir hier einen Tiger oder was das ist auf dem Cover. Gefällt mir zum Beispiel besser als das Cover vom China Böller A. Ja, Rückseite brauche ich jetzt eigentlich nicht zeigen. Ist ja genau wie die anderen auch. Gucken wir uns den Böller an. Vorne. Ja, schon eindrücken, aber wenn man hier mal ein bisschen genauer reinguckt, wirklich noch schön zugestopft. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. War aber auch schon dreckig. Ja, und hinten. Hohlraum. Rote Pest kommt da nicht raus. Aber so glaube ich, wie ich das hier sehe, zwar mit roter Pest, aber noch zugeklebt. Hinten. In der Mitte. Ja. Doch schon relativ hart gewickelt. Muss man schon sagen. Das sieht noch insgesamt noch ganz ordentlich aus, der hier. Ja, würde ich sagen, bis jetzt ist im Sortiment der am besten verarbeitete Böller. So, dann kommen wir noch zum Super A. Mit dem Bullen vorne drauf. Ja, ganz okay vom Cover her. So. Aber der Super A vorne nicht mehr zugestopft. Das ist auch der einzigste Böller im Sortiment, der jetzt vorne wirklich nicht zugestopft ist. Rote Pest. Kommt aber jetzt nicht raus. Ist vorne ein bisschen härter wie die anderen. Hinten mal. Ja, eine Wandung ist noch ein bisschen dicker, aber sehr, sehr weich. Also Hohlraum auch wieder. Und ja, die rote Pest kommt ganz, ganz einfach raus. Also in der Mitte. Ja, in der Mitte ist er hart. Das kann man schon sagen. Aber von der Verarbeitung her deutlich unter dem China Böller D. So, das war's mit den Böllern aus dem Superknallvergnügen Sortiment. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen.
Und ja, dann lasst euch mal überraschen, was dann in Folge 2 kommt. Also bis dann, man sieht sich.